Willkommen zurück, meine lieben Baufreunde. Ja. Ja. Da hat gerade so Mr. Sekrazo noch geschafft, den Überlebensmodus umzusetzen. Willkommen zurück bei Minecraft, das Spiel, was alle Herzen weicher werden lässt. Ein Spiel. Weich. Ein Spiel mit viel Gefühl, ein Spiel mit einem Blick in die Zukunft, ein Spiel, was auch mal zur Verzweiflung führen kann und vor allen Dingen ein Spiel, genau. Aggressiv macht. Ja, oh. Genau, genau. Den Freundschaften zu brechen. Bei den, nee, an dem Freundschaften. Das war Mario Kart. Das war Mario Kart, genau. Da zerbrechen Freundschaften? Apropos ja. Mario Kart, jetzt wo ich weiß, dass in Deutschland es noch so ist, dass man Nintendo noch Let's Playen darf, brauche ich die... Darfst du auch in Amerika noch Nintendo Let's Playen? Ja, du weißt doch, was ich meine. Kommst du immer an mit Falschaussagungen. Ist ja nicht falsch. Also es ist natürlich eine Halbwahrheit vielleicht. Falsch, darfst du es ja Let's Playen. Ja, aber du ich meine mit Hochladen. Du musst nur Nintendo dran beteiligen, das ist ja. Nur fair. Meine Güte, kaufst dir die Konsole, kaufst dir das Spiel und musst dann zusätzlich zu deiner Arbeit, die du noch machst, Geld an Nintendo abdrücken. Das ist doch total normal. Haben die Nazis nicht anders gemacht. Das ist ein harter Vergleich, aber... Ja, ja. Oh! Oh, da ist er tot. Ja, da bin ich verschreckt. Grandios. Da bin ich Das ist aber schön, ja, yeah, das Bild ist ja schön. Gerade überlegt, wer singt mir die ganze Zeit noch das Ohr hierzu, aber ich habe ja Musik noch am Laufen. Du hast Musik am Laufen? Ja. Der war nicht. Cheater. Cheater? Musik-Cheater. Was ich jetzt sagen wollte, war, dass ich jetzt umso mehr von Blader das N64 brauche. Also der muss das, da muss er durch jetzt. Da wolltest du ihn dafür umbringen oder sowas, ne? Ich? Nein. Ja, ne, war es nicht ihr so? Ihr wolltet ihn, du hast gesagt, ihr beide habt gesagt, dann kommt er mit und da gibt's eine. Wisst ihr, wie er uns jetzt hier schon wieder versucht, in die Scheiße zu reiten? Das hast du gesagt? Guck dir die Folge an, Minecraft. Wir sind nicht so gewalttätig wie du. Wir neigen nicht so zu Gewalt. Ach, leck mich doch am Arsch hier! So eine Scheiße! Das war der richtige Moment. Ja. Wenn ich hier keine Waffe hab, da steht ein scheiß Skelett hier im Rathaus. Wir mussten unboxen, mal, Alter. Ist das rassistisch oder was? Was ist denn an dem Skelett scheiße? Na, dass ich keine Waffe hab und der hier, der... Boah. Ah, die Situation war doof, okay. Hast du so hier, wo ist eigentlich das Zeug hingefallen? Zeug? Mein Gelumpe, hast du das eingesammelt oder was? Nee, ich hab nicht eingesammelt, ich bin hier oben auf dem Dach. Wo bin ich denn runtergefallen? Ich hier gerade irgendwie das Gegenstück. Gucken, ob wir das hier hinkriegen. Wo bin ich denn runtergefallen? Ich hab nicht drauf geachtet. Oh ne, leck mich, hier sind das weiß ich Skelette. Auch nicht, weil ich dich nicht gesehen hab. Ja, ich hab's. Na, schieß die doch ab. Nee, ich kann grad nicht. Ich muss erstmal mein Zeug einsammeln, wo mein Schwert ist und so weiter und Support. Und Support? So. Schnell anziehen hier. Wie kommt denn eigentlich die Skelette jetzt hier rein? Ist es so dunkel oben, dass die spawnen oder was? Scheinbar, ja. So dass du einfach durch die Tür kommst. Da ist schon wieder einer mit Rüstung. Ja, hier ist ein Skelett mit Rüstung. Na sag ich doch, da ist schon wieder eins mit Rüstung. So. Menschenskinder. So, jetzt kann es weitergehen im Rathausbau. Ich werde, das wird nie fertig werden, glaube ich. Ich bin froh, wenn wir so 200. Folge vielleicht durch haben. Könnte man schaffen. Wenn man will, ne? Aber optimistisch. Da bin ich optimistisch, ne? Extrem. Was, ernsthaft jetzt? Wenn du da noch eine Null dran machst, dann vielleicht. Ach, du musst aber auch mal was machen, meiner. Du kannst dich immer hier sag so... Sag der hier immer bloß runterfällt und stirbt. Naja, das mache ich ja für die Zuschauer. Ich, das ist... Oh, guck mal, jetzt hab ich hier... Hingebaut. Eine Lederjacke habe ich vom Skelett bekommen. Bist du ein Cooler. Eine Lederjacke. Wenn wir unter Rocker gehen, dann... Dann aber richtig. Ja. Guck mal, hier wird's schon knifflig jetzt. Was machen wir denn jetzt hier? Scheiße. Jetzt machen wir Scheiße. Wieso denn? Na, weil das nicht passt. Was passt nicht? Hier oben. Was ist denn da? Da wird's schon eng. So wie ich sage. Ja, es ist halt so. Da muss man jetzt durch, weißt du? So. Ich meine, das war deine Idee, Rick. Das möchte ich ja, ich muss gerade mal ein bisschen, basteln, damit man mal gucken kann, wie das denn überhaupt funktioniert. Oh, runtergefallen. So, und die lasse überhaupt ich hier funktioniert. Ja, das müssen wir so machen, das ist ja kacke.
Sieht kacke auch, aus, ne? Ist aber auch so ein Master. Eine Master Mission hier. Master Chief. Wiggum. Chief Wiggum? Nee, Master Chief war jemand anderen. Von Halo war der. Oh, guck mal, hier eine Krone hat er auf. Hast du mal Halo gespielt eigentlich? Yep. Nee, ne? Ja? Hast du mal eine Xbox oder was? Oder hast du das, brauchst du zuerst? Tatsächlich, als ich bei meinem Tätowierer war, hatte der eine Xbox da dran. Mhm. Der hat mich tätowiert und ich habe Halo gespielt. Wie geil ist das denn? Ja, es war cool, weil es halt auch noch, der hat insgesamt 7 Stunden gebraucht oder 7,5 und da habe ich die ganze Halo gespielt und er hat mich tätowiert. Alter, ist das hoch. Ich sehe gerade, wie klein der da unten aussieht, ey. Irgendwann war dann der Arm taub. War es irgendwie doof, diesen Controller in der Hand zu halten. Kann ich mir vorstellen. Aber ich muss ehrlich gestehen, Halo war jetzt nicht so mein Spiel. Es hat zwar einen Meilenstein gesetzt in der Szene, aber war jetzt nicht, hat mich jetzt nicht so mitgerissen wie die meisten. Wurde dann doch kein Master Chief Anhänger. Mhm. Schade eigentlich, war. Wie bauen wir denn das da? Das ist eine Scheiße, Wechsel. Was denn? Ich versuche mal als allererstes den Giebel auf der anderen Seite noch zu spiegeln. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine Hausnummer. Nein, so rum. Oh Mann, ey. Was denn los? Ach, sie ist in der Musik gerade, die ich nebenbei höre. So, absolute random Musik. Eigentlich sollte es chillig sein, also das ist was sehr chilliges und was sehr souliges. Wir singen trotzdem über Nigger. Okay. Nigger, Nigger, Nigger. Also nach der Art. Alter Verwalter hier. Krass. Das Dach. Und Rick, du hast dich hier schon aus dem Netherblöcken, hast du ja schon eine ganze Reihe hier rübergezogen. Was meinst du? Ist das jetzt die Höhe vom Dach? Ach, das, was da so quer rüber geht? Mhm. Das ist noch nicht der oberste Punkt, nee. Das aber ist deine Bau. Teilweise. Du bist dein Bau oder was hier? Aber es ist schon ein Dach, ja. Ja, ob das so sein soll, jetzt hier komplett dann durchgezogen. Ja. Weiß nicht, wie du das sonst gedacht hast. Nee, ich wollte ja bloß fragen, weil da kann ich das ja schon weitermachen. Weil bis da ran kommt ja der Turm, weißt du? Ja. Du brauchst da nichts weitermachen. Wie bauen wir das denn hier noch ran? Einfach mit Treppen oder so. Kann nicht folgen, was du machst, weil ich dich nicht sehe, weil ich gerade hier drüben an dem Giebel bastel. Tut mir gerade übelst leid, aber ich weiß nicht, was du meinst. Mit dem, was du sagst. Ach scheiße, ich hab das so hochgebaut. Oh, ich bin runtergefallen. Fuck. Oh, ist das Bullshit. Oh, ist das Bullshit. Bullshit, Mama! Bullshit, Detector, Detected, Bullshit. So, muss ich mal gucken hier. Oh, da hat aber Schwein jetzt, bin im Wasser gelandet. Bin wieder runtergefallen? Ja, aber im Wasser gelandet. Also das Dach, das ist wirklich so eine Sache, das nervt. Das sagst du jedes Mal. Professionell.
Naja, na, vor allem, weil der Rick halt irgendwas im Kopf hat und ich will ja nicht einfach loslegen, dann kommt er wieder, nee, so will ich nicht haben. Das Problem ist, dass ich selber erstmal schauen muss, wie ich was mache. Das ist immer mein Problem. Oh, das gibt's doch nicht! Was ist denn los? Ich bin doch runtergefallen. Ja. So, pass mal auf, Fexer. Wo klemmt's denn gerade bei dir? Vielleicht kann ich dir mal zwischendurch. Ja, es klemmt nicht wirklich. Ich weiß bloß nicht, wie ich jetzt hier großartig weitermache. Hier stehen schon wieder überall Kackestifte mit Erde, ey. Die wir alle nicht hätten gebraucht, wenn du einfach mal die Treppe gelassen hättest, die ich von Anfang an gesprochen habe. Du willst wo weitermachen? Na, irgendwo, dass wir mal fertig. Na, du kannst das Dach hier eh mal komplett hinten rumziehen. Die Erde hier. Fängst halt von, am besten von, ja, ist das die Frage von oben oder von unten? So weit oben, wie es geht. All diese Erdestifte hier. Ja. Das wollte ich jetzt halt wissen, ob das jetzt hier der oberste Punkt ist, den du jetzt hier gemacht hast. Den wir dann durchziehen, wo? Bis hinten. Der lange hier. Der lange? Nee, das geht noch höher. Der lange höher. Ist nicht das höchste. Hier fehlt schon wieder irgendwo die Treppe. Wo ist denn die Treppe? Wieder weg. Also müssen wir hier noch mal eins wegnehmen. Pass auf. Hier schon mal können die Blöcke wieder rumgezogen werden, so, ne? Mhm. So, wir haben immer Block, da drauf eine Treppe. Naja, klar. Und über der Treppe muss dann wieder ein Block sein. Ich hab so nicht wird dahinter. Wird hier wieder ein Block sein, siehst du das? Und dann auf dem Block. Wieder eine Treppe, ja. Wieder eine Treppe. Und jetzt wollte ich bloß wissen, wie hoch es halt noch wird, weißt du? Das kommt drauf an. Extrem hoch, weil wir müssen mit dem da drüben abschließen. Oder du sagst irgendwann, schneiden das Dach ab. Naja, Sattel habe ich auch noch gefunden. Was hast du gefunden? Sattel? Ein Sattel. Cool. Ich hätte es dann jetzt irgendwann mal hier dann abgeschlossen, ehrlich gesagt. Na, dann lässt du das hier oben mal noch offen. Dann machst du das, was ich ja immer quer durch den Raum gezogen habe, als höchste. Ja, aber eben, das fand ich nämlich ganz gut, die Höhe. Machst da aber nicht gleich einen geraden Deckel drauf, sondern baust einfach erstmal die Schrägen hier rechts und links, so einmal ums Haus ringsrum. Ja, könnte ein bisschen variieren dann mit den, das ist nicht so... So, wichtig ist, dass du hier in den Ecken die Treppen hier um die Ecke gehen lässt. Ja. Also hier beispielsweise... Du dreckige, dumme Hure. Diese Ecke, so, weißt du? Ja. Ich glaube, ich würde sterben. Und das kannst doch du. Brüder gewesen. Kannst du es nicht. Ich würde von, glaube ich, doch eher von unten anfangen. Wir müssen bloß darauf achten, dass du irgendwo eine Treppe lässt, dass man nochmal hochkommt, falls man runterfällt. Sonst haben wir hier irgendwann so viel Erde auf dem Ding, dass wir alles wegräumen müssen. So, und ich kopiere jetzt da drüben diesen blöden Giebel. Ja. Krieg das jetzt endlich mal hin. Also es waren letztens doch wieder, die dich angegriffen haben, Pexer. Ja. Okay. Wussten wir doch, oder? Habt ihr auch schon mal mit Wither gekämpft? Ja, ich war mir unsicher, ob es ein Wither war. Aber jetzt weiß ich, dass es einer war, weil ich gerade gegen den gekämpft habe und ich dachte, ich sterbe jetzt. Ach, hast du doch geschafft, oder was? Aha. Netherwarzen eingesammelt, jetzt gehe ich zurück. Warzen, ne? Findest du geil. Oh ja. Geht meine ab, ey. Geht bei Warzen nicht ab. Never Warzen. Oh! Aber im Wasser gelandet. Im Brunnen drüben. Es gestaltet sich langwierig, sag ich mal so, ganz lieb gesagt. Und da arbeiten schon hier zwei hier dran. Wissen Sie, wie ich es meine? Aber sicher, das. Ich arbeite ja mit dran. Das wird schon übelst hoch, ey, das Dach. Ein Spitzdach, ne?
Ach, das baust du, das ist schön. Wie schön? Sehr schön. Das ist schön. Ups, runtergefallen, gar nichts gut. Keine Glück. Kurz hier ein bisschen Platz. Oh nee! 1, 2, 3 müssen es sein, ne? Genau. Geht denn das? Oh, Scheiße. Nein. Was ist los? Das ist so deprimierend. Was denn los? Das ist, ich bin ja auch voll konzentriert bei der Arbeit, weißt du? Ja. Und komme überhaupt nicht auf mir selber klar. Wieso? Ich hoffe, ich baue das richtig. Ich muss mir das dann irgendwann von unten angucken und stelle dann fest, oh nee, hast du alles krumm gebaut. Dann geht doch Feuer runter. Da komme ich ja nicht wieder hoch. Natürlich kommst du da hoch. That's the problem. Jetzt bloß eine billige Ausrede von dir. Nö, es wäre billig gecheatet, wenn ich einen Game-Mod nutzen würde. Das sowieso. Haus bauen, naja, es ist so, es ist halt so, es muss gemacht werden, ne? Runtergefallen. Ja, es ist... Das ist das Fiese an den Treppen, weißt du? Wenn du da auf der halben Stufe stehst, da kannst du dich in der Hocke festkrallen, wie du willst. Ja. Da bringt nichts, fällst du trotzdem runter. Ja, jetzt versuchen wir das mal von der anderen Seite. Wir hatten ja gesagt, da sind die Steine. Oh. Ach, hier ist auch schon so ein Erdestift. Hast du dich auch schon mal aufgebuddelt? Steine. Der Kackestift. Sekunde. Jetzt Quatsch hier, ne? Wie hab ich das da drüben gemacht? Och, leck mich doch am Arsch, ey. Was ist denn nur mit... Das ist immer hier... Also ist die Konzentration heute, das ist... Naja. Deine, ja. Lange sind wir noch gar nicht dabei, Junge. Das stimmt, lange haben wir noch nicht aufgenommen, aber sind schon lange dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Da ist eine Euphorie in der Stimme. Ja. Daneben gesetzt. Das kann doch nicht der Wahrheit sein. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen durch Steam gearbeitet, ein bisschen geguckt, was es denn für Games noch so jetzt gerade an Free-to-Play-Sachen gibt, ob da irgendwas Interessantes ist oder... Es gibt ja so viele Free-to-Play-Shooter, hä? Naja, das ist der Wahnsinn, also was da alles gibt. Gehen da so ab? Aber teilweise totaler Quatsch haben. Was meinst du mit totaler Quatsch? Na, wieder irgendwie sowas. Ich mag immer diese Sci-Fi-Gedöns nicht so sehr irgendwie. Und da gibt's halt so viele irgendwie, oder Steampunk-mäßig da was. Das ist denn an Steampunk verkehrt? Magst du das? Ja, klar. Ich hab alle meine Games auf Steam. Nee, Steampunk finde ich cool. Warum? Weiß nicht. Kommt drauf an, wenn es geil gemacht ist. Ja, also, wie Bioshock zum Beispiel, dann passt das total. Kommt drauf an, in welchem Maße so. Aber grundsätzlich finde ich das erstmal geil. Ja. Weiß nicht, das ist halt Science Fiction in der Vergangenheit, weißt du? Ja. Also Eben. Nicht zwingend, aber das ist das, was ich mag. Na, ich fand Bioshock 1 damals richtig geil, beim ersten Teil logisch kannte man das halt noch nicht. Und dann wie diese alte 50er Jahre Stadt unter Wasser war, ich fand das schon irgendwie sehr beeindruckend. Und Steampunk muss ja nicht unrealistisch sein, weißt du? Ja. Kann ja. Aber ich bin auch im Großen und Ganzen auch nicht wirklich Freund davon, muss ich ehrlich sagen. Das kann schnell zu abgespaced sein. Ja. Kann richtig kranke Scheiße sein. Aber halt Bioshock bin ich ja beispielsweise begnadeter Fan von. Beispielsweise Wild Wild West mit Will Smith. Das finde ich ist ein gesunder Steampunk. Ja. Das ist schon zu lange her. Könnte ich gar nicht mehr mitreden. Die haben da so. Ja, ich weiß, das ist im Großen und Ganzen halt. Ja, das weiß ich noch, aber.
kann jetzt, ich weiß es nicht mehr so wirklich, wie es inhaltlich war und ob ich dann, ob ich sagen kann, ja, nee, das passte oder passte nicht, also. Ja. Na gut, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Minecraft und da wird weitergebaut. Dann hoffe ich, habe ich endlich schon diesen Giebel von den zweiten fertig, dass wir wissen, wo wir langbauen müssen. Dieser verfluchte Giebel. Gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.